Das N-Wort. Was darf man auf YouTube noch sagen? Und nein, es geht jetzt nicht darum, ob man das sagen darf oder nicht. Darf man schon. Nur wenn du dein Video mit Werbung hochladen willst, könnte das problematisch sein. Wobei, meine Meinung zum Sagen oder Nichtsagen des N-Worts gibt es in einem anderen Video. Soll hier also nicht Thema sein, könnt ihr euch entsprechend das Video angucken. Hier geht es schlichtweg darum, was sagt denn der Google-Algorithmus zu der ganzen Geschichte? Also der anspringt, wenn man sein Video auf Werbung schaltet. Und das würde ich hier schlichtweg mal austesten. Und nein, es ist nicht die Aussprache des N-Worts gemeint, sondern das N-Wort als N-Wort zu nennen. Und ja, die Selbsteinschätzung zur Werbetauglichkeit werde ich hier ziemlich hart einstellen, auch bezüglich Sachen, die hier gar nicht vorkommen. Im Übrigen, der eine oder andere wird sich dann fragen, na welches N-Wort meinst du denn? Ja, es gibt ja schlichtweg verschiedene N-Wörter. Es gibt einmal das N-Wort mit der Hautfarbe, dann gibt es das N-Wort mit der politischen Einstellung, was man ja auch nicht so unbedingt sagen sollte. Und ja, dass es sicherlich noch andere N-Wörter gibt, wie zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel, die dann als Synonym für irgendwelche anderen Sachen genommen werden, ist noch so eine Sache und ich meine nicht damit die Nanane. Und naja, der Aufnahmezeitpunkt des Videos ist der 5.2. Uhrzeit erspare ich euch jetzt mal. Und naja, wenn das jetzt passend online geht, dann, ja, dann war das ein interessanter Test. Wenn nicht, heißt das, YouTube hat hier ganz schön strikte Einstellungen, was die Werbefreundlichkeit angeht. Beziehungsweise ist es ja weniger YouTube selbst, sondern mehr die Firmen, die Werbung schalten, die da bestimmtes Interesse haben, dass das bei bestimmten Sachen läuft und bei anderen nicht. Sprich, eine kritische, freie Meinungsäußerung ist eher unerwünscht von Firmenseiten und wird damit bestraft, dass man dann halt einfach kein Geld kriegt. Ja, das ist das Demokratieverständnis der Wirtschaft. Okay, sicherlich nicht von allen, aber gerade von den vielen Großen oder den Big Playern, wie man mal gern so sagt, die sehen das gar nicht gerne, wenn zu demokratischen Verhaltensweisen ihre Werbung läuft. Außer es ist die richtige demokratische Verhaltensweise. Wobei selbst da ist es ja vielen auch unangenehm und die wollen das eigentlich eher nicht. Also egal, in welche Richtung das Spektrum geht der Äußerung, ich will jetzt diese L- und R-Wörter hier nicht verwenden, nicht, dass wir hier noch den Algorithmus triggern. Nein, nein, das unterlassen wir. Aber jedenfalls, Firmen möchten nicht zu politischen Verhaltensweisen, die demokratisch sind, Werbung schalten und das dadurch quasi praktisch fördern. Und ja, Videos, die bezüglich meiner Äußerungen eher dem L-Spektrum einzuordnen sind, da gab es auch schon Probleme mit der Werbung. Und ja, dass man alles und jeden in irgendeine Spektrumsschublade stecken muss, egal ob nur in Richtung L oder Richtung R, halte ich für völlig sinnfrei. Aber so wird ja leider heutzutage gedacht. Immer nur dieses Schwarz-Weiß-Denken. Schade. Und wer jetzt sagt, na, an sowas muss sich doch mal was ändern. Ja, das sehe ich ganz genauso, aber es hilft halt nicht wirklich viel dazu, ein Video zu machen und hier Leute einen Daumen geben oder einen Kommentar, sondern man muss eigentlich schon sich an die Firmen wenden und sagen, ich finde es schlecht, dass ihr eure Werbung bei kritischen Äußerungen, egal ob Spektrum L oder Spektrum R, einfach einstellt, weil das ist nicht demokratisch und ich möchte in einer Demokratie leben. Und wenn ich eure Produkte kaufe, dann erwarte ich, dass ihr als Firma, als Unternehmen euch demokratisch verhaltet und eben die Demokratie unterstützt. Und dazu gehört auch eine freie Meinungsäußerung. Und ja, da gehört es auch dazu, dass Leute mit solcher Thematiken wie eben kritische Meinung äußern, Geld verdienen können, sollten oder müssten. Und da sind ganz besonders die Leute wichtig, die klein und unbedeutend sind. Also, ob das nun irgendwelche Leute sind, die einen kleinen Blog schreiben oder hier wie ich akustisch von sich geben. Und wenn man eben kleinen Leuten das verwehrt, dann ist das sehr schädlich für eine Demokratie. Aber genau die sind wichtig. Warum? Weil so halt auch Meinungen mal zutage gefördert werden und Äußerungen, die eben nicht in großen Zeitungen stehen oder in großen Medien. Und dazu kommt, was viel essentieller ist meiner Meinung nach, es gibt halt auch unabhängige Meinungen, wo man halt auch mal was sagt, wo man halt nicht mit populär nach oben kommt oder was letztendlich wenige bis keinen interessiert. Oder ich sag mal so, dass Leuten nach dem Mund reden, sehen wir auf YouTube, das funktioniert, das finden Leute gut, das wird unterstützt. Und damit meine ich nicht nur Spektrum L oder Spektrum R, sondern damit meine ich natürlich auch diesen Wohlfühl-Content für einen Großteil der YouTube-Zuschauer, wo kurioserweise sehr fragwürdiges Verhalten permanent gepusht wird, supportet wird, die große Bühne gegeben wird, obwohl es eigentlich gegen vielerlei Sachen verstößt, die eigentlich
laut Richtlinien auf YouTube nicht erlaubt sind. Aber scheinbar ist es in bestimmten Themenbereichen so, da ist es erwünscht, gegen sowas zu verstoßen, weil es ist das, was der Dauer-YouTube-Zuschauer gut findet, immer wieder anklickt und wo sich Geld mit verdienen lässt. Und dass da Unwahrheiten plus Herabwürdigung überhaupt nicht als Problem gesehen werden und es auch keine harmlosen Äußerungen in beiden Richtungen sind, ja, ich habe da schlichtweg nur Fragezeichen. Allein schon das Thema Herr W. und Herr O. ist da schon sehr aussagekräftig in diesem fragwürdigen Verhalten, was auf verschiedensten YouTube-Kanälen von sich gegeben wurde. Wo schlichtweg sachliche Fakten die Leute überhaupt nicht interessieren. Man bleibt einfach bei der erfundenen, absurden Einstellung, die man da gewonnen hat, über die fragwürdigen YouTube-Kanäle, die das verbreitet haben. Aber gut, ich bin ein bisschen ins Schwatzen gekommen, weil ich wollte es auch nicht, ich sag mal, unnötig, uninteressant halten. Man kann das ja ein bisschen etwas umranden, das Thema. Man kann ja auch mal über den Teller rangucken und sagen, na, das hängt mit dem, dem, dem und dem zusammen. Und das ist vielleicht ein bisschen zu hinterfragen, das ein bisschen kritisch und so weiter und so fort. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt, bei dem es eigentlich nur darum ging, ist das N-Wort schon zu kritisch, darüber zu reden, darf man das oder darf man das nicht? Wobei ich hier natürlich noch ein paar andere Themenfelder aufgegriffen habe, die aber eigentlich laut YouTube-Richtlinien kein Problem sein sollten. Aber wir werden ja sehen, was passiert. In diesem Sinne, vielleicht bis zum nächsten Mal.